einmal mit diesem Video an. Ich habe jetzt mittendrin im Video pausiert und um das noch einen Neuanfang zu starten. Ne? Und der Neuanfang besteht darin, dass ich den Witz von dem vorherigen Anfang erzähle, indem ich sage, was heißt ein Witz? Mein ganzes Leben ist ein verfickter Witz. Ich bin 39 Jahre alt, sitze halbnackt vor der Kamera und erzähle dir, wie man in beschissene Pokémon-Karten investiert. Und wenn ich auf die Uhr gucke, ist es 5.53 Uhr, ja? Leck mich am Arsch, ne? Andere Krypto-Investoren sitzen in Dubai und scheißen Insta-Models in deren Maul für einen 50er, ja? Und was mach ich? Ja, ich unterhalte mich mit dir, wie man in Pokémon-Karten investiert. Warum, weshalb, wieso? Weil ich heute Nacht nicht schlafen konnte. Das Thema hat mich gefesselt. Das Thema dreht sich in meinem Kopf, ich muss das verstehen. Und das ist halt so ein Ding, das ist auch einer der Gründe, warum ich damals mit Krypto angefangen habe und warum ich auch so viel Spaß mit Krypto hatte und habe, ist diese Wust an Informationen. Und in dieser Wust an Informationen kannst du eine Struktur erkennen, kannst du eine Bewegung deinerseits festlegen, um profitabel zu werden. Stichwort, wie spiele ich das Cash-Game? Und Pokémon ist ein Cash-Game. Pokémon ist ein verdammt großes Cash-Game. Das ist ein Multimillionen-Cash-Game. Und wir können da alle ein bisschen was mitverdienen. Und das ohne dabei die Gewinne auf dem Nacken der anderen zu machen. Ich wurde dieses Jahr so oft enttäuscht, vor allem durch diese ganzen Pre-Sales, Me-Sales, die aus der ganzen Dubai-Schwarzfluencer-Gang gelaufen sind, wo Leute einfach nur Projekte gedroppt haben, hochgepumpt haben, ihre Community abgezogen haben. Und du warnst die Leute davor und es passiert einfach nichts. Ich bin so ein bisschen abgestumpft, ne? Mittlerweile mit dem ganzen Krypto-Ding. Ich nutze halt Sindbad, mache da meine Plussies. Ab und zu droppe ich mal ein paar Infos, sonst bin ich in den großen Projekten drin. Unter anderem betreiben wir die Agentur, Crypto Space Fleet Agentur, bewerben wir Projekte. Manche Projekte kriegt ihr hier im deutschen Markt beworben, ohne zu wissen, dass ihr die von uns beworben bekommt. Aber das ist alles ein anderes Thema. Ich möchte mich mit diesen süßen Fick-Pokémons beschäftigen. Warum, weshalb, wieso? Vor allem für Kleingeld, für Kleininvestoren, die, sage ich mal, ein 10er bis ein 100er pro Monat investieren wollen können, sind Pokémon-Karten, TCGs eine Alternative. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir einfach die Preise an. Einige Pokémon-Karten haben sogar verficktes Bitcoin dieses Jahr outperformt. An so einem Punkt sind wir in unserem Leben angekommen, ne? Und solange du jetzt nicht irgendwie Tausende von Euros, Hunderttausende Millionen Euros in Assets investieren möchtest, ist vielleicht Pokémon oder Magic oder auch One Piece. Das sind so die drei großen Favoriten, wo ich sage, okay, krass, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, aber man muss irgendwo anfangen. Ich habe leider mit Star Wars angefangen. Star Wars Preisverfall, ja. Finde ich schade, ich finde wirklich schade, wie die Preise auf eBay bei Star Wars runtergehen. Ich hoffe, das wird besser. Ich habe schon Geld reingebuttert in die Scheiße, aber dafür habe ich ein schönes Deck. Dafür habe ich tolle Leute kennengelernt, große, für die Leute, die jetzt hier aus der Star Wars Community mich kennen. Danke euch. Also ich mag euch jeden Einzelnen, abgesehen von einer Ausnahme. Über die möchte ich nicht reden, das war irgendwie auf so einem Turnier. Da ist mir einer auf den Sack gegangen. Aber alle 99,9% der Leute sind super nett, ne? Sind super nett, sehr hilfsbereit, erklären auch einen, bemühen sich auch um einen. Top-Community. Ich kann jedem empfehlen, mit TCG allgemein anzufangen als Hobby. Abseits dieses ganzen Collector-Dings, ne? Abseits dieses ganzen Geldes. Geht in dem Spieleladen eurer Wahl in eurer Nähe, spielt Pokémon, spielt Yu-Gi-Oh!, spielt was der Geier. Und fangt damit an. Geiles Hobby, geile Leute. Nicht so abgewichst wie bei uns im Krypto. Und ich glaube, ich bin so ein schwarzes, dunkles Loch, was jetzt da, so ein Stück Scheiße, was in diese bunte Blumenwelt eintritt. Unter anderem mit diesem Video, um dir zu erklären, warum, weshalb, wieso, wie wir jetzt hier mit anfangen. Und wir klären die wichtigste Frage, womit fängt man an? Richtig.
mit irgendeinem TCG, wo man viele Daten kriegt. Ich verlasse mich auf Daten. Ich verlasse mich auf Preise, ich verlasse mich auf den Supply. Und wenn ich mir angucke, dass jetzt bei den letzten Set, was letztes Jahr gelaufen ist, bei Pokémon 151, ja, da werde ich das Ding voll kaufen. Also ich mache mir da nichts raus. Ich werde jeder einzelne, ich habe mir jetzt mal ein paar Booster gekauft. Jetzt im Nachhinein, die mache ich auch mal mit meinen Kindern auf, um die so ein bisschen da reinzukriegen. Die restlichen Karten kaufe ich, ist mir scheißegal. Ne? Aber wenn ich jetzt mir angucke, was da gedruckt wird, was da von Pokémon Company auf den Markt geworfen wird. Wir haben alleine 6000 PSA 10, 9000, 8000 PSA 9. Also wir haben alleine hier, was PSA Grading ein Volumina Holderzahl, man beachte Holderzahl, ich vergleiche das jetzt mal mit Krypto, wo einige Krypto-Projekte sich sagen würden, boah, da wären wir schon längst in den Top 200 mit der Marktkapitalisierung, mit der Holderzahl. Und die Marktkapitalisierung musst du ja auch rechnen. Also wenn wir jetzt hier 6000, wir nehmen einfach mal jetzt mal, nur damit du so ein Gefühl dafür hast. Ne? Wir nehmen jetzt einfach mal, hier, das sind 10.000, 16.000. Ja, wir nehmen mal einfach mal den Schnitt 8.000, 16.000, 16.000. Holder, den Preis nehmen wir, was nehmen wir für einen Preis? Nehmen wir mal 100. Ne? Mal 100. Ja, ich weiß, man hätte das. Das sind 1,6 Millionen Marktkapitalisierung hier. Nur in dieser einer Karte. Ist die Liquidity da? Das ist ein sehr spannendes Thema, denn die Karten haben keine Liquidity. Die Liquidity bist du, die Liquidity bin ich und die Bereitschaft, in diese Karte zu investieren. Wir haben eine unbekannte Größe im Sinne von, wie viele Karten sind denn überhaupt auf dem Markt? Und eine unbekannte Größe, wie viele Menschen sind denn überhaupt bereit, diese Karte zu kaufen? Und das Schlimmste an der ganzen Sache, das. Seit Corona, seit Logan Paul, also ich sage jetzt mal so ganz frech, seit 2019, das ganze Ding einfach eskaliert ist. Und diese Sets, nur mal kurz mal erklärt, ne? Wir nehmen jetzt zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei 151. Die teuerste Karte kostet 128 Dollar. Da muss man es aufpassen. Bundle Display, wir müssen jetzt mal hier Pokémon Booster Pack. Display, wo ist denn der Display? Ach Gott, da hier, da sind so sechs Displays hier da drin. Ne. Das Verhältnis von dem, was im Display drin ist, zu dem, das sind sechs, boah, sechs mal sechs. Das muss ich mal 6, das sind 300 Euro, um auf 36 zu kommen, den normalen Preis. Das bedeutet, du haust mehr für Booster, also um aus einem Booster eine geile Karte rauszuziehen, also lohnt sich das eher, die Karte zu kaufen. Um vielleicht das an anderen Dingern zu erklären, wo das besser ist. Ich weiß, ich habe voll den dummen Hänger gehabt. Ja, komm. Nehmen wir zum Beispiel Evolving Skies. Super überhypte Karte, Umbreon VMAX. Das Problem bei Umbreon VMAX ist, dass es auch Videos kursieren, wo Leute aus der Pokémon-Druckerei Karten entwendet haben, in rauen Mengen. Und da passieren Sachen, die komisch sind. Und deswegen bin ich momentan sehr vorsichtig mit Evolving Skies. Nichtsdestotrotz, guckt ihr mal an, die Population, was hier an Karten überhaupt da ist. Es ist gigantisch. Nichtsdestotrotz, eBay 700 Euro kriegst du für die Karte. Für die zweitteuerste kriegst du 400, drittteuerste 300, dann geht's so weit. Also verstehst du, alle Karten aus dem VMAX-Bereich sind relativ teuer. Und jetzt die Sealed-Produkte, ein Booster, also quasi nicht ein Booster, Entschuldigung, kein Display, kostet dich. Das ist eine Boosterbox. Wir brauchen einfach nur Display. Wo sind die verfickten Displays, du Mistgeburt? Die kosten irgendwie 400 Euro oder so. Bei 500 Euro. Worauf ich hinaus will, sind das jetzt die hier?
Doch, das sind die Boosterbox. Doch, das sind die Boosterboxen, ja. Die halten sich da auch extrem gut. Ja, weil du einfach in so einem Ding direkt irgendwie eins oder zwei Karten ziehen kannst, die den Preis für das Display reinholen können. Das ist so für mich die große Recheneinheit, womit fange ich an? Ich fange damit an, mit Displays, die Displays zu kaufen, die Sealed-Produkte zu kaufen, wo die Wahrscheinlichkeit ist, Sachen zu ziehen, Sachen zu pullen, die mehr wert sind als das Display. Verstehst du, was ich meine? Es gibt wiederum Sets, wie zum Beispiel 151. Da ist so ein Display, also so auf diese paar Packungen zu kommen, mehr wert als das, was du da rausziehen kannst. Das ist so die große Einheit. Jetzt denkst du, jetzt hat er 10 Minuten gelabert, keine richtigen Zahlen genannt. Ja, ich bin da noch dran, ne? Ich bin gerade momentan, mich mit den ganzen Händlern zu vernetzen. Ich bin gerade mich dabei, mit den ganzen Influencern zu vernetzen. Das Game ist nicht ohne, ne? Nichtsdestotrotz, wo ich jetzt für mich sagen kann, Evolving Skies, ja, bisschen shady, was da passieren kann. Aber wenn ich mir dann solche Sachen angucke wie Team Up, wo ist ein Team Up? Du. Oh, komm, Team Up ist so ein Ding, wo ich sage, ja, das kann interessant werden. Gott, vielleicht hätte ich das Video ein bisschen später aufnehmen sollen. Hallo? So funktioniert. Team. Ach, da ist doch Team Up. Guck mal. 800, 300, 250, 120, 122 Seed-Produkte kosten was? 2000. Ja. Aber älter, das ganze Ding. Das ganze Ding ist älter. Oh, warum machst du das jetzt nicht zurück? Warum machst du das? Ich will zurück. Warum? Mein Rechner ist genauso beschissen wie mein Hirn. Ey. So, das ist es. Das sind meine Gedanken für an Pokémon. Team Up, ja. Das ist noch von 2018, Anfang 2019. Was war denn das andere Set, was ich so cool fand, was ich da so gefunden habe? Fusion Strike. Viele Leute haten Fusion Strike, aber es ist sehr interessant. Vielleicht sollte ich mal so ein, guck mal, Rebel Clash. Rebel Clash ist zum Beispiel so ein. Guck mal, die teuerste Karte kostet 35 Euro. Sealed-Produkte kosten 220. Verstehst du, also wenn du dir ein Display kaufst für 220 Euro, ziehst du deine Karte für 30 Euro. Das ist es. Das ist das, wo, was du nicht machen sollst. Und wenn du jetzt auf irgendwelche Trading-Shows gehst oder auf irgendwelche eBay, Schmiebe oder sonst irgendwas, wo fange ich an? Fange damit an, mit dieser Recherche. Und lass dir nicht von irgendwelchen Spastis im Internet wie mir aufschwätzen, was du machen sollst oder nicht machen sollst. Wie es schon in Krypto heißt, do your own research. Mach deine eigene Recherche. Beschäftige dich mit dem Maximalsupply, beschäftige dich auch hier. Also Markt bleibt Markt. Kannst du mir erzählen, was du willst, ne? Oh, Alter, oh, der nackte Oberkörper klebt an diesem Lederstuhl. Markt bleibt Markt. Es geht schlussendlich darum, wie viel Assets sind auf dem Markt, wie viel Liquidity kann man in den Markt drücken, auch durch Marketing. Mir fällt auf, dass sehr viele Krypto, nicht Krypto, dass sehr viele Pokémon TCG-Investoren, Influencer sich meistens nur auf die neuen Sets beziehen, sehr viel Content immer zu den neuen Sets machen und dann ihre Reflinks reinjubeln. Also Kindergarten-Bullshit. Also im Grunde genommen verdienen sie an ihrer Community, indem ihre Community über ihren Reflink irgendwelche Sets kauft und die dann pro Nase irgendwie ihre 50 Cent oder 1 Euro machen. Ja, super, hast 1000 Euro, 2000 Euro pro Release gemacht. Das geht besser.
Glaubt mir, das geht besser, wenn man proaktiv sich mit der Marktkapitalisierung, sich mit der Marktbewegung der alten Sets beschäftigt und diese alles Influencer mitbestimmt. Das ist eine ganz spannende Sache. In diesem Sinne, bleiben wir der Sache treu, machen wir hier weiter. Wenn du auch Bock hast, dabei zu sein, da vielleicht auch was aufzubauen, da vielleicht auch was Bestimmendes hinzustellen, alles Community. Liken, kommentieren, teilen, Infos schreiben. Wir machen das schon. Wird geil. In diesem Sinne, du bist auch geil. Bleib gesund.